Hallo, liebe Freunde des Tanzsports, da sind wir heute wieder mit der nächsten Lektion. Stehe ich hier richtig? Ja, gut. Und zwar wollen wir heute darauf zurückkommen, auf die ersten Tänze, die ihr bereits zumindest gesehen habt, vielleicht auch hoffentlich zu Hause geübt habt. Die letzten Tänze, die wir vom Reichstag mit dem Volkslehrer gemacht haben. Und heute werden wir den nationalen Widerstand radikal professionalisieren, indem wir zum ersten Mal sogar Musik dabei haben. Oh, welch Wunder! Und wir haben auch zum ersten Mal eine Tänzerin dabei, damit das wirklich viel besser aussieht und ihr das besser nachmachen könnt. Gut! Wir werden als erstes auf den fröhlichen Kreis zurückkommen und da genauer gesagt auf das Element des Rollerfahrens. Jetzt machen wir das noch einmal ohne Musik. Wir versuchen es gleich ein bisschen. Also wir fassen uns. Dame und Herr stehen sich gegenüber, fassen sich mit der linken Hand, geben sich die linke Hand und legen jeweils über Kreuz die rechte Hand auf des anderen Schulter. Dann stellen Sie die beiden rechten Füße aneinander und wir machen es einfach mal jetzt. Wir versuchen es so langsam wie möglich zu machen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Das ist so eine Schwungbewegung, so Auf- und Niederbewegung. So, das nennt man Rollerfahren. Das Rollerfahren kommt daher, dass ein Fuß auf dem Roller drauf ist, nämlich der rechte Fuß, und der linke, der tritt ab oder der nimmt Schwung oder stößt sich ab. Ja. Der linke Fuß stößt sich ab. Der rechte Fuß bleibt immer drauf. Also der bleibt immer am Boden, mehr oder weniger. Der hebt ganz leicht ab. Ja. Also rechte Füße bleiben auf dem Roller draufstehen und der linke, ich mach's mal alleine weiter. So, ja. So, versuch das mal. Ich mach's noch langsamer jetzt. Versuch das mal zu machen. Hopp, hopp, da, dopp, 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 da, dopp. Der rechte Fuß hebt so leicht ab, aber er bleibt immer an derselben Stelle und immer nah dran am rechten Fuß der Dame. So, als nächstes kommen wir auf einen Tanz zurück, den wir auch schon zweimal getanzt haben. Das ist der Siebenschritt. Die Elemente sind relativ leicht, aber wir wollen noch mal drauf zurückkommen auf die Hüpfpolka. Die hatte ich beim letzten Mal als Hopsa bezeichnet. Falsch. Danke für den Hinweis. Wir werden den ganzen Tanz einmal durchtanzen und dann werden wir uns den Hopsa, die Hüpfpolka,
einzeln nochmal vornehmen. So, jetzt geht es also, wie gesagt, nur um das Element der Hüftpolka. Und das Auseinander. Das ist klar, wir machen es ganz kurz nochmal. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Das ist die Hüftpolka. Und die schauen wir uns jetzt an. Das haben wir auch schon mal gemacht in dem vorhergehenden Video. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Die Frau macht rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Und bam, 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 ba. Nochmal. Und bam, 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 ba. Seht bitte mein altes Video nochmal an. Ich wollte es heute nur nochmal wiederholen, weil wir jetzt Musik dabei haben und eine Tanzpartnerin. Das war der tiefere Sinn. Ich möchte euch jetzt ein Element des Volkstanz zeigen. Dieses Element nennt man den Dreher. Der Dreher kommt in ziemlich vielen Tänzen vor. Vor allen Dingen aber, was das Schöne am Dreher ist, ist, dass ihr den in die Polka einbauen könnt. Wir nehmen mal jetzt eine Polka, die eigentlich keine Polka ist, sondern der fröhliche Kreis. Aber wir haben jetzt kein besseres Musikmaterial, da können wir das aber auch. Wir tanzen einfach Polka dazu und drehen und bauen den Dreher ein. Also, jetzt. Und nochmal. Ihr habt gesehen, wir haben den Dreher also eingebaut und jetzt wollen wir den Dreher nochmal langsam machen, ohne Musik. Dann müssen wir erstmal selber wissen, was das Entscheidende ist am Dreher. Das Entscheidende ist ja nur dieses, man bleibt stehen, man geht einfach nur von einem Fuß zum anderen, oder? Genau, man bleibt mehr oder weniger auf der Stelle stehen und schwankt oder... Soll ich mal sagen, man schwankt hin und her zwischen links und rechts, beziehungsweise rechts und links. Ganz einfach. Man kommt aus der Polka, ramtadam, ramtadam, links, rechts, links, rechts, beziehungsweise die Frau, ramtadam, da, ramtadam, rechts, links, rechts, links. Ganz einfach. Nochmal, jetzt wir beide links, rechts. So übt ihr das zu Hause. Ihr macht einfach nur dieses ganz einfache Ding. Links, rechts, beziehungsweise rechts, links. Und dann macht ihr das Gleiche weiter und dreht euch dabei. Ja, ihr dreht euch einfach dabei. Ja? Und an die Herren, wenn ihr das drauf habt, das kommt sehr gut an bei den Frauen, kann ich euch sagen. So, Achtung, noch einmal.
Und zwar sofort den Dreher. Oder nee, wir schließen uns mal die Polka an. Ram, da, dam, ram, da, dam, lam, bam, bam, bam. Ja, nochmal langsamer. Bam, ba, dam, bam, ba, dam, bam, 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 bam. Wenn die Polka jetzt ganz schnell geht oder rucki-zucki-mäßig, ja, dann kann man auch die, so die Fassung nehmen. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Fassung. Der Herr nimmt die Dame hier hinterm Rücken, unterm Rückenbereich, die Dame oben an den Schultern und dann kann man richtig aneinander rumzerren. Ja? Wir können ja mal noch mal mit in den Griff so machen. Die Polka, also ram da da, ram da da, ram bam bam bam, ram da da, ram da da, bum bum bum. Ja, da geht's richtig zur Sache. Da macht's richtig, da beginnt es Spaß zu machen. Gut, das war's eigentlich. Haben wir drei Elemente heute noch mal vertieft, nachgeholt, nochmal mit Musik und Partner, dass ihr das nochmal zu Hause euch nochmal ganz genau angucken könnt. So, an die Berliner gerichtet, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Reichstanz, wo auch immer der stattfinden wird. Der Volkslehrer wird uns rufen, wir werden kommen, um nicht zu sagen, wir werden folgen. Also bis dann, tschüss!